Die umfangreiche Modellpflege, mit der Volkswagen seinen kompakten Bestseller in diesem Frühjahr aufgewertet hat, macht natürlich auch nicht vor den Modellen mit alternativen Antrieben Halt. So schicken die Wolfsburger nun auch einen gründlich überarbeiteten E-Golf und den Golf GTE mit Hybridantrieb ins Rennen, um die Gunst der Kunden. Die wichtigste Neuheit für den E-Golf zuerst. Mit einer deutlich vergrößerten Reichweite schafft die kompakte Limousine nach NEFZ-Norm nun eine Reichweite von 300 Kilometern. Der Vorgänger kam gerade einmal auf 190 Kilometer. Der Praxistest verdeutlicht, 220 Kilometer sind im normalen Straßenverkehr gut möglich. Dabei darf dann auch das Radio laufen und die Klimaanlage für milde Temperaturen im Innenraum sorgen. Der Elektromotor des E-Golf leistet 136 PS, 21 PS mehr als beim Vorgänger. Die neue Lithium-Ionen-Batterie ist platzsparend im Fahrzeugboden untergebracht. Gegenüber der letzten elektrischen Golf-Generation ist der Energiegehalt von 24,2 Kilowattstunden auf 35,8 Kilowatt angestiegen. Vom lautlosen Antrieb einmal abgesehen, ist der E-Golf im Alltag einfach nur ein Golf, im besten Sinne des Wortes. Da bei einem Elektromotor das maximale Drehmoment bereits beim Anrollen komplett zur Verfügung steht, tritt der elektrische Golf außergewöhnlich dynamisch an. In nur 6,9 Sekunden hat er aus dem Stand Tempo 80 erreicht. Die Höchstgeschwindigkeit liegt nun bei 150 km/h. Das wiederum sind 10 Stundenkilometer mehr als beim Vorgänger. In einem E-Fahrzeug entschleunigt der Fahrer fast automatisch. Defensives, vorausschauendes Fahren schont nicht nur die Nerven, sondern auch den Energieverbrauch. Der sogenannte Eco-Fahrhinweis, eine neue Assistenzfunktion, unterstützt den Fahrer, eine möglichst sparsame Fahrweise an den Tag zu legen. An der Haussteckdose vergehen gut 13 Stunden, bis eine komplett entleerte Batterie wieder gefüllt ist. Bei einer Ladestation mit 7,2 Kilowatt Ladeleistung sind es rund 4 Stunden und in 45 Minuten sind an einer Schnellladestation 80% der Batteriekapazität wieder aufgeladen. Mit seiner nunmehr alltagstauglichen Reichweite ist der E-Golf eine echte Alternative, sowohl im privaten Bereich als auch als Zweitwagen oder bei einer gewerblichen Nutzung mit einer täglich gleichbleibenden Laufleistung. Mit 35.900 Euro ist der elektrische Golf kein Schnäppchen, aber die Energiekosten von rund 4,5 Euro pro 100 Kilometer sprechen für einen sparsamen Unterhalt. Unter dem Kürzel GTE bietet Volkswagen ab sofort die Golf-Version mit einem Hybridantrieb an. Genau genommen ist der GTE ein sogenannter Plug-in-Hybrid. Der Hybridantrieb kombiniert einen Vierzylinder-Benzin-Direkteinspritzer mit Turboaufladung und 1,4 Litern Hubraum mit einem E-Motor. Der Verbrenner leistet 150, der E-Motor 102 Pferdestärken. Die sogenannte Systemleistung des Antriebs beträgt 204 PS. Diese berechnet sich freilich nicht aus Leistungsaddition von E- und Ottomotor, sondern aus der Leistung des Verbrenners und der maximalen Leistungsabgabe des Stromspeichers. Das heißt, die Kapazität des Stromspeichers ist mit 6 Kilowattstunden ausreichend, um, nach Norm, rein elektrisch 50 Kilometer zurückzulegen. In der Praxis klappt das zwischen 30 und 35 Kilometer weit.
Ist die Batterie entleert, merkt der Fahrer kaum, wenn der Turbobenziner die Arbeit übernimmt. Durchzugsstark und mit ausreichenden Leistungsreserven versehen, ermöglicht er geradezu sportliche Fahrwerte. Der Sprint aus dem Stand auf Tempo 100 ist in 7,6 Sekunden erledigt. Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 222 km/h. Das souveräne Leistungsangebot birgt in der Praxis, was auf den ersten Blick paradox scheinen mag, ein eindrucksvolles Sparpotenzial. Mit einer entsprechend vorausschauenden Fahrweise, ohne abrupte Bremsmanöver, ergibt sich ein Praxisverbrauch von rund 5 Litern auf 100 Kilometer. Dynamik, hochmodernes, sparsames Antriebskonzept und eine ordentliche Serienausstattung formen den Golf GTE zu einer besonders attraktiven Version des ewigen Bestsellers aus Wolfsburg. Serienmäßig an Bord sind unter anderem LED-Scheinwerfer, Sportsitze, Klimaautomatik, 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe oder 16 Zöller aus Leichtmetall. Mit 36.900 Euro ist der Golf GTE allerdings auch ziemlich teuer. Mit dem E-Golf und dem Golf GTE bringt Volkswagen zwei weitere aufregende Modelle seines Bestsellers auf den Markt.